Ja Leute, damit kommen wir zurück zu Plants vs. Zombies. Heute die ganz neue Erbse, die Plasma-Erbse. Es ist die allererste Runde, die ich mit der spiele. Deshalb mal direkt mal gucken, wie das hier mit der ist, was die für einen Schaden macht. Ich habe schon gesehen, ich habe vorhin eine Runde gegen die Pflanzen gespielt. Und da habe ich gesehen, die kann ihren Schuss sogar aufladen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal uns irgendwas suchen. Da oben zum Beispiel. Ah, cool, cool, cool. Das ist nicht schlecht. So, wir gehen mal hier hoch. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht sterben, wenn wir hier hochspringen. Ne, wir kommen da nicht hoch. Warte, da oben ist noch jemand. Ah, sehr geil. Ein sehr geiles Geräusch, muss ich sagen. Boah, 70 Schaden machen wir. Im Einzelschuss quasi 20, also das heißt quasi, machen wir 20. Shit, da wurden wir weggeholt. Hinter uns war ein Wissenschaftler. Aber sehr geil, die Plasma-Erbse gefällt mir jetzt schon. Aber was ich wiederum nicht verstehe, wieso jetzt schon wieder Pflanzen rausgekommen sind. Wieso ist jetzt schon wieder eine Pflanze rausgekommen? Warum bringt PopCap nicht mal endlich eine neue Zombie-Klasse raus? Warum? Warum immer Erbsen? Oder immer Pflanzen halt? Ja, die ist auf jeden Fall sehr cool, die Plasma-Erbse. Ah, schade. Nicht getroffen. Aber wir machen 20 Schaden pro Schuss. Das ist auf jeden Fall nicht wenig. Dann nehmen wir hier jemanden wieder. Boah, 50 Schaden. Ich habe den Schuss gerade mal halb aufgeladen. Aber er hat uns gekillt. Guck mal, wie geil die Erbsen dahin, seht ihr das? Die leuchten. Wie so, so kann man sagen, so im Knight Rider-Stil. Kann man direkt sagen. Ja, cool, auf jeden Fall. Also, das ist mal eine richtig geile Klasse wieder. Aber trotzdem, wie ich schon sagte, warum bringt PopCap dauernd Pflanzen raus? Da hinten kriegen wir den. Ach, schade, den haben wir nicht gekriegt. Wir machen noch leider keinen Umgebungsschaden, habe ich gemerkt. Boah, 60 Schaden. Sehr geil. Ich habe gemerkt, irgendwie reden die Leute hier nur Quatsch. Ja, mal alle stumm schalten. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob man mich hört. Hört man mich? Hallo? Vielleicht, ob man mich im Spiel hört. Ach, selbst wenn, ist egal. Hört man uns halt. Wir sind Let's Playen gerade. Was soll's so? Den blieben wir mal wieder hier. Ach, verdammt. Jetzt habe ich den gerade wiederbelebt. In der Sekunde kam der natürlich. Da kommt ein Ortstar. Sekunde. Ach, shit. Na komm, du bist mir. Werde ich nicht. Hab doch gesagt, du bist mir. Sag Zombie. Dingens. Fast Zombie. Killt ihn. Er geht aber nicht drauf, ne? Drohne weggeholt. Sehr schön. Mein Gott, endlich ist er tot. Hat aber auch gedauert. Sehr geil. Boah, wir haben zwei Leute weggeholt. Sofort. Sehr geil. So, hier. Nascht an der Erbse. Nein, der Bohne. So, stirb. Wiedersehen. All-Star. Boah, schade. Schade, schade, schade. So, ja, pflanzt du mal was, genau. Ah, 2 Minuten haben die Zombies noch. Das sieht nicht wirklich gut aus für die Zombies. Wäre auch wirklich schade, weil dann wäre der Part ja schon jetzt zu Ende. Der wäre eher sehr kurz. So, wir gehen mal aufs Dach. Bohne. Trifft die? Ne, die trifft nicht.
Oh, 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 shit. Nicht gesehen, dass da hinten jemand war, der uns kaputt geschossen hat. Ja gut, was soll's. Sind wir halt mal gestorben. Wo stehen wir denn? 4 Kills. Ja, okay, nicht wirklich gut. Könnte besser sein. Aber wir kriegen nichts für die Flinte. Gut. Gucken, gehen wir mal hier um ins Eck. Ah, schade, das wäre geil gewesen. Hätten wir den direkt erwischt. Bohne. Ah, super. Die fliegt genau dagegen. Und wo schießt er denn? Da hinten ist noch jemand. Wo schießt er denn auf uns? Da ist doch irgendwo ein Allside, der auf uns schießt. Schade, nicht Deck geholt. Ja, wir killen nicht wirklich viel. Irgendwie nichts gekillt. Ah, Mist. Da standen wir genau im Tackle drin. Ja, 20 Sekunden noch, dann war's das. Ups, verklickt. Falsche Taste. So, jetzt aber, der stirbt auf jeden Fall. Wenn nicht durch mich, dann durch die Bohne. Ja, und ich würde sagen, das war's dann auch für die Zombies. Das war es dann. Ah, den bin ich mal wiederbelebt. Ja, Leute, das war dann leider eine sehr kurze Runde als Plasma-Erbse. Ich hoffe es trotzdem, es hat euch gefallen. Und ja, würde dann sagen, bis zum nächsten Mal bei Plants vs. Zombies. Ciao! Ja Leute, wir kommen wieder zurück zu Plants vs. Zombies. Es gibt gleich eine nächste Runde mit der Plasma-Erbse. Weil die letzte war ja so kurz, deshalb machen wir nochmal eine neue. Und ja, die Zombies haben gerade den Garten hier eingenommen. Aber irgendwie kommen die nicht hier hin. Warum auch immer. Irgendwo sind sie, aber ich habe keine Ahnung wo. Pam, 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 pam. Jo, wieder 2 weggeholt. Sehr geil. Sehr gut, den haben wir noch weggeholt. Aber leider sind wir dann selber gestorben. Von der guten alten Z4 am Brust. So. Und wir werden jetzt mal gucken, wo die Zombies hier kommen. Sehr gut, die liegen schon überall Minen. Was ich nochmal anmerken muss zu der Plasma-Erbse. Ich finde es irgendwo ein wenig unfair, weil man muss sich mal überlegen, wenn man auflädt mit der Plasma-Erbse, läuft man mit der normalen Geschwindigkeit weiter. Das ist irgendwo echt unfair. Jo, ich wäre ja weggelaufen, aber okay, gut. Der wollte wohl nicht. Schießen wir jetzt mal hier voll in den Arsch. Wiedersehen. Jetzt kriegen wir es selber ab gerade. Ah, gewinnen wir das? Gewinnen wir das? Gewinnen wir das? Das sieht nicht gut aus. Duell! Duell! Na, ah, shit, nicht gewonnen. Schade. Da war er besser wie wir. Durch das Mikrofon hat er gewonnen, muss man dazu sagen, weil hätte er das Mikrofon nicht geworfen, hätten wir vielleicht gewonnen. Aber gut, kein Problem. Wir leben wieder. Ja, dann mach's mal gut. Ich schick dir meine Bohnen in den Hals. Wow, was war das? Innerhalb von Megakanone. Hallo? Ich dachte, der überlebt es nicht durch meine Bohne. Shit. Na gut. Oh, 6 Zombies sind drin. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen direkt meine Bohne reinschmeißen. Bohne, die wird auf jeden Fall was killen. Jo, da haben wir es klicken gehört. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Leute. Wie gesagt, hier sieht man es. Sehr schön. Wir sind mit normaler Geschwindigkeit unterwegs, obwohl wir uns aufladen. Boah, der war böse. Der war richtig böse. Jo, egal. Wir haben ein bisschen was gekillt. 8 Kills haben wir schon. Dafür, dass wir später dazugekommen sind, ist es gar nicht mal schlecht. So, jetzt müssen die Zombies die Burg einnehmen. Und die ist immer nicht einfach. Immer nicht einfach. Immer schwer. So,
Wir sprechen mal nach vorne. Und mal schauen, von wo die Zombies kommen. Die kommen von links. Das heißt, da gibt es erstmal eine Bohne runter. Guten Appetit. Nichts getroffen. War nur ein Test. Ach, schade. Oh, oh, wir haben ihn erwischt. So, dann sind die Zombies. Ich feuer einfach mal in deren Richtung. Erwischt haben wir auf jeden Fall was. Da hinten, der steht einfach rum. Und das hat er bereut. Mit seinem Leben. Der nächste. So, da rechts der. Der steht auch rum. Er wird es auch bereuen mit seinem Leben. Ja, auf Wiedersehen. So. Wo sind hier die Zombies? Panzerkommandant, der kommt hier unten durch. Wiedersehen. Das gibt's nicht, hat er schon wieder überlebt. Ah, Mist. Diese Verzögerung wieder. Ich hatte schon längst auf den Sprint gedrückt. Trotzdem hat er mich noch erwischt. Ah, das ist wieder dieser... Ich habe keine Ahnung, ob man das Netcode nennen kann. Ich kenne das halt nur von Battlefield. Diese Verzögerung, das ist einfach total nervig. Man ist schon längst weg und dann killt er einen trotzdem noch. Ja, die Plasmaerbse. Sie ist auf jeden Fall ziemlich cool. Keine Ahnung, ob sie besser ist wie andere Erbsen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall da erstmal einen Kill. Mit Sicherheit, ja. Das war mir klar, entweder der Allstar oder der hier. Jupp, auf Wiedersehen. Ah, shit. Da haben wir es versucht, aber hat nicht geklappt. Ich dachte, komm, den kriegst du vielleicht mit dem MG. Aber er hat uns gekillt. Naja, egal. Kein Problem. Ich hoffe zumindest, es wird diesmal eine längere Runde wie die letzte. Weil die letzte war wirklich saukurz. Wieder eine Bohne. Macht's gut. Ah, verdammt. Da hat uns der Allstar noch mit dem Wichtkick weggeholt. Naja, wie ich ihm, so er mir, ne? Oder wie kann man so schön sagen? So, na komm, wo bleibt denn die Zombies? So, hier mal einen Kollegen gerecht. Sehr schön, wiederbelebt. Was wagt ihr euch? Einfach auf uns zu schießen. Reicht das? Ja, das reicht. Sehr gut, wieder einen weggeholt. Hier wieder der Allstar. Aber der wird es nicht schaffen. Dr. Giftig. Dr. Giftig. Komm schon, Dr. Giftig. Mach's gut. Fußsoldat. Auf Wiedersehen. So, wir gehen wieder hier hoch. Ah, Mist. Ja gut, keine Chance. Nicht gegen den Z4 am Brust haben wir keine Chance. Wo stehen wir denn mittlerweile? Oh, 19 Kills. Wir sind sehr weit oben. Also zumindest was die Kills angeht. Wie gesagt, wir kamen ja auch später rein. Nein, da wollte ich eigentlich mal hoch. Na egal. Bohne für euch, bitte sehr, bedient euch. Hat's wieder jemanden erwischt. Der Panzerkommandant schon wieder. Wo ist er? Da ist er ja. Komm schon. Du stirbst durch unsere Hand. Hoffentlich nicht. Shit. Ja, 20 Sekunden noch. Oh Mist, wo ist der Elektriker? Hey, Allstar, schon wieder. Ich kämpfe bis zum Tod. Ja, komm, wir recken uns mal ein wenig. Boah, jetzt sterbe ich hier, weil ich hier hingelaufen bin. Ich dachte mir, komm, lauf zur Sonnenblume. Aber okay. Ja, Leute, das war's dann aber auch endgültig für heute. Das war auf jeden Fall die Plasmakanone. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal zu Plants vs. Zombies. Tschüss.